Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Hofbergmann Diego. Ja, ist lange her, ne, Hofbergmann. Ich glaube, ganz am Anfang, also die allererste Hofbergmann, die habe ich wirklich noch wirklich hart gespielt. Ich glaube, das sind auch so mit meine ersten YouTube-Videos, die ich nicht gelöscht habe. Ich habe ja davor auch schon Videos gemacht, aber die habe ich ja gelöscht. Weil sie selbst für mich zu schlecht waren. Und das will schon was heißen. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Hofbergmann könnte mir wohl gefallen tun. Ne? Also ich habe das eben drauf rumgefahren, wie die auch schon gesagt. Ich habe die auch schon einmal kurz ein bisschen gestreamt auf Twitch. Ihr wisst das ja, ich streame nur noch auf Twitch. Könnt ihr euch aber auch die VODs im Nachhinein auch noch angucken. Ne? Das heißt also, jetzt nicht 100 Jahre, aber so, ich weiß nicht, 4 Wochen oder was, kann man trotzdem dann quasi auch den Livestream nochmal gucken, falls man ihn verpasst haben sollte. Weil bei Twitch ist ja immer das Schwierige mit, ihr kriegt das halt nicht so gut mit. Ne? Bei YouTube klappt das wesentlich besser mit der Glocke und das. Ich sehe das ja auch, wenn ich auf YouTube streame, ist ganz anders, wie wenn ich auf Twitch streame. Ja, warte mal, der ist eigentlich relativ niedrig, ne? Der könnte auch in so eine andere Dackelgarage reinpassen. Ja, wir stellen jetzt ein Mähwerk. Ich hatte das Problem, das Mähwerk ist mal wieder so hoch, dass er wieder in keine Scheune reinpasst, ne? Der Klassiker, ihr kennt das. Und dann habe ich die Fahrzeuge hinten rausgewühlt und habe da das Butterfly-Mähwerk hingestellt. Wie gesagt, nur bei Twitch, halt bei den VODs ist es halt so, wenn ich Musik anhab, kann schon mal sein, dass da teilweise die Tonspur aus ist. Ja, ist halt ein bisschen dumm, aber ich habe doch schon gerne hin und wieder Musik, damit ich nicht so viel labern muss. Ne? Jetzt gerade wünsche ich mir auch Musik, ich habe immer noch Schnupfennäschen. Ne? Gestern hatte meine Tochter eine richtig gute Idee. Die hat gesagt, Vater, was machst du dir einen Kaffee? Trink doch lieber einen Erkältungstee. Muss ich, also es fällt mir echt schwer, aber ich muss sagen, hat es recht gehabt, ne? Habe ich mir gestern Abend noch einen Erkältungstee gegönnt, nach dieser kleinen Schlachtplatte, die wir da verdrückt haben. Deswegen habe ich auch nicht mehr gestreamt. Ich hatte das im. Ach so. Wenn ich was weiß über Streaming, Anfang, Ende, ja, nein, doch, vielleicht und so, dann poste ich das eigentlich fast immer in unserem Discord, in dem Spam-Channel, hätte ich schon fast gesagt, die Schippe ist vom Regal gepurzelt. What the hell? Wie heißt das denn? Wie heißt der Channel denn überhaupt richtig? Ich weiß jetzt gar nicht, wie er. Trash Talk, ne? Ich glaube, das ist der Trash Talk Channel. Da poste ich das mal rein, ne? Ich weiß nicht, wenn ihr wollt, können wir auch noch mal so ein extra Streaming-Dings machen. Oh, Gott sei Dank. Ah, da hab ich ja Glück gehabt. Gott sei Dank. Ey, ist die Schippe nicht regalsicher? Wie gesagt, dann müssen wir halt nochmal so ein Streaming-Channel machen, wo ich dann immer sagen kann, wann ich streame, wann ich nicht streame. Ne? Weil kann ja auch sein, dass viele den Trash-Talk-Channel ausgeblendet haben. Ah ja, ist ja gut. Kannst gleich sterben. Erst das Video. So. Ja, ich hätte auch das Mikro muten können. Ach, siehst du, das habe ich immer noch nicht gemacht. Ich habe hier auf meinem Streamdeck ja mehrere Oberflächen. Und auf einer Oberfläche ist ja quasi die komplette LS-Bedienungskonsole. Aber da habe ich noch Knöpfe frei. Da könnte ich mir eigentlich auch noch das Mikro drauflegen. Weil wenn es mich gerade so schüttelt und rüttelt und bis ich dann den Layer gewechselt habe auf OBS und das Mikro gemutet habe, ist eh schon der Drops gelutscht. Ne? Deswegen mache ich das fast nie. Außerdem, das andere wäre auch zu professionell, oder? Erwartet ihr auf meinem Kanal in irgendeiner Form Professionalität? Ich hoffe nicht, weil das wird hier auch nicht stattfinden. Ne? Ach ja. Ja,
wie gesagt, alles gut. Ach ja, wir schaffen das. Alles ein bisschen durcheinander. Ich vergesse auch immer, YouTube-Videos aufzunehmen. Könnte man ja auch mal zwischendurch machen, ne? Dann nehme ich YouTube-Videos auf, dann lade ich sie nicht hoch. Hat's auch schon gegeben, ne? Manchmal lösche ich auch Videos. Das letzte drauf rumgefahren Video musste ich leider löschen. Die Map war so unterirdisch konvertiert. Junge, 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 Junge. Und dann, sowas sende ich nicht mehr. Früher habe ich sowas hochgeladen. Wenn ich heute ein drauf umgefahren Video mache und wo ich nicht im ersten Satz schon dreimal boah super sage, lösche ich das Video wieder, weil das will keiner sehen. Ne? Keiner will sehen, wie ich abkotze, wenn ich eine Map öffne. Ne? Muss ja auch nicht. Das Leben ist ja schäbig genug. Ich kann nicht reden. Ey. Ich kriege Hustenreiz, wenn ich rede. Was soll das? Ah, der schlaue YouTuber baut vor. Ich habe mir Erkältungstee gemacht. Ich habe voll den Hustenreiz jetzt. Unangenehm. Geht's jetzt wieder? Gut, dass ich nicht gestreamt habe. Ich wollte erst streamen. Nein, es hat keinen Sinn. Ja, dann beenden wir das jetzt einfach. Ich lade es trotzdem hoch. Ist halt so, auch das Diego, auch wenn es aussieht wie ein Schwein, ist trotzdem Mensch. Und Moment, ja, haut mir halt die Stimme ab. Ich kriege Hustenreiz, wenn ich rede. Gibt's halt ein andermal Videos, ne? Ich habe euch trotzdem lieb. Ihr sollt euch auch lieb haben. Diego ist draußen. Habt euch lieb.